So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf meinem Kanal Mpreg Vlogs. Ich versuche jetzt das vierte Mal dieses scheiß Video aufzunehmen, weil jedes Mal meine GoPro abkackt. So, zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt dieses Video seht, sitze ich in Berlin, wenn alles gut geklappt hat, auf meiner riesen Veranstaltung und freue mich in Cola-Keks, dass ich es geschafft habe, das Ganze zu überleben. So. Es gab so viele Dinge, die ich mit euch noch besprechen wollte, aber mittlerweile habe ich echt keinen Bock mehr, weil jedes Mal entweder der Ton weg ist oder die GoPro einfach ausgeschaltet hat und eine ganze Frequenz von 20 Minuten fehlt. Ich habe langsam echt die Schnauze voll. Deswegen machen wir das jetzt hier auf Schnelldurchlauf. Meine Spiegel sind heute im Briefkasten, das heißt, ich habe es endlich geschafft. Ich hoffe, sie sind in Schwarz. Ansonsten werdet ihr einen Atompilz aus Richtung Bayern sehen, wie ich nämlich sowas von detonieren werde. Also mit so viel Ärger für ein paar Spiegel habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gerechnet. Also wirklich, wirklich, wir reden hier über ein paar lächerliche Spiegel. Aber ich bin noch guter Dinge. Ich hoffe, sie sind in Schwarz und damit ist gut. Kannst ja ins Video reinschreiben, ob schwarz oder nicht schwarz. Ja, naja, auf jeden Fall. Was war das jetzt für eine Aktion? Na gut, okay, es kommt nicht von hier, er weiß es nicht besser. Genau. Also, was machen wir heute? Ich treffe mich mal wieder mit einem Kumpel, mit dem ich mich schon lange nicht mehr getroffen habe. Er hat frisch Baby bekommen. Ich muss zusehen, wie meine große Tochter auszieht. Musste Haus renovieren, etc. Tralala. Da, und das Wetter spielt halt immer noch verrückt. Also ihr seht, jetzt das Wetter ist immer noch nicht das geilste Wetter. Meine Frau sagte gerade eben noch zu mir, zieh deine Wellensteinjacke an. Ich so, nein, es sind 15 Grad draußen, gar kein Thema. Ich ziehe meine Motorradjacke an. So, jetzt bin ich auf dem Bock und ich habe kalte Brustwarzen. Ihr könnt so kotzen. 15 Grad, 18 Grad sollen es heute werden. Und normalerweise, ihr kennt mich, würde ich bei so einem Wetter gar nicht fahren. Aber ich fahre aus folgendem Grund, denn heute ist Open House bei Harley-Davidson in zusammengepackten Fassung der 120-Jahr-Feier. Und da muss man vorbei. Ist mir egal, ob da eine Wolke am Himmel ist, ist mir Latte. Da, schaut da, da kommen die nächsten Harley-Fahrer, die fahren hundertprozentig alle nach Schwarzach, um da sich vorzustellen. Und damit das alles läuft. Genau. Das Wetter ist, wie gesagt, nicht das geilste. So, ich hoffe jetzt, dass meine Spiegel, wie gesagt, da sind. Wenn ich nach Berlin fahre, die Spiegel endlich montiert habe, damit ich vorne, wenn ich blinke, auch zu sehen bin. Das ganze Problem ist halt, könnte einem ja scheißegal sein, ne? Aber da hängt das körperliche Wohl dran und wir werden in Berlin dauerhaft von der Polizei begleitet. Ja, da sollte das ein oder andere vielleicht am Bike stimmen. Ja, wie gesagt, die Blinker kommen dann ran und alles ist gut. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht, ne? So. Die Sonne kommt auf jeden Fall ein bisschen. Schwarzach liegt leider im bergigen Bereich, das heißt, das Wetter könnte in Schwarzach noch sehr beschissen sein. Gucken wir mal. Aber es muss langsam anfangen, besseres Wetter zu werden. Also ich hoffe, dass Berlin nicht ins Wasser fällt. Also wenn Berlin ins Wasser fällt, weil, keine Ahnung, es regnet die ganze Zeit, steige ich nicht aufs Bike. Also ich fahre da mit meinen Brüdern mit, aber dann mit Auto, das ist mir scheißegal. Ich bin noch nie bei Regen, doch bei meiner TÜV-Prüfung, nach meiner Eintragungsorgie, bin ich Regen gefahren. Aber ich fahre grundsätzlich eigentlich keinen Regen oder nicht, wenn es nass ist. Und
Leute, ich habe mich mal so auf die Fresse gepackt. Ihr kennt meinen Motorradunfall. Das hatte zwar nichts mit Regen zu tun, aber ich muss es nicht herbeibeschwören. Motorradfahren macht Spaß. Wenn ich es mache, möchte ich es zu 100% machen. Das heißt, mich in die Kurve legen, schnell fahren etc. Das sollte alles dabei sein. Und nicht mit einem unguten Gefühl, dass ich mich jederzeit, dass der Reifen wegrutscht und ich lege mich Schlangen und keine Ahnung was, Karre kaputt. Muss ich nicht haben. Ist mein Geldbeutel, meine Entscheidung. Wenn es also wettertechnisch scheiße sein sollte, fahre ich halt mit Auto nach Berlin. Aber das werden wir sehen. Ich hoffe, es ist definitiv schönstes Wetter. Also es muss schönstes Wetter sein, weil sonst scheiße. Genau. So. Ich denke, ich werde jetzt hier das Video beenden, weil ich denke, dass bevor der Ton wieder und keine Ahnung was und ich weiß es nicht und keine Ahnung und ich hänge dann wieder beim Schneiden und denke mir, what the fuck? Es regt mich ehrlich gesagt auf. Es regt mich brutalst auf, dass das mit dem Ton nicht mehr funktioniert und. Ich weiß nicht, was los ist. Aber zur Not muss ich mir halt ein neues Mikrofon kaufen. Beziehungsweise ich habe ja noch ein Mikrofon da, ein teures. Dann muss ich das verwenden. Aber bis jetzt schauen wir mal. So, wir sind jetzt auch gleich da. Und ich werde noch ein paar Aufnahmen von der Fahrt dorthin machen. Das auf jeden Fall auch. Ja, sollte da der Ton nicht passen, ist wurscht. Dann kommt das Zeug auf TikTok hochgeladen. Da könnt ihr übrigens auch rüberkommen, wenn ihr einen TikTok-Account habt. Mpeg-Vlogs, also unterstrich Vlogs, da findet ihr mich. Und genau, würde ich sagen, wünsche ich euch alles Gute, reingehauen und wie immer, tschüss gesagt.